So, in diesem Video möchte ich euch die Unterschiede zwischen den Sweetheart Low Whistles vorstellen. Und wer vielleicht schon das andere Sweetheart Tin Whistle Video gesehen hat, weiß auch schon, dass das sozusagen die Königsklasse der Low Whistles dann ist. So eine Whistle, wo eigentlich kaum noch was drüber geht. Und Johannes, unser Geschäftsführer hier, der hat wie wild in den USA eingekauft und wir haben jetzt quasi das gesamte Sortiment an Standard-Low-Whistles von Sweetheart hier. Und ich denke mal, wahrscheinlich sind wir damit im ganzen europäischen Bereich also die einzigen. Zumindest wenn man in den Foren liest, gibt es die Dinger nirgendwo. Und ja, es gibt jetzt hier die Möglichkeit, natürlich auch vorbeizukommen und die Sachen selber mal auszuprobieren. Wir hatten zuerst etwas zögerlich angefangen, hatten erstmal nur eine bestellt, aber die hat uns so aus den Socken gehauen, dass wir jetzt eben nicht nur das Rosewood-Modell, was dann Jimmy Kelly von der Kelly-Family mitgenommen hatte, während ich im Urlaub war, auf Lager gelegt haben, sondern auch noch das African Blackwood-Modell. Also African Blackwood ist ein sehr, sehr hartes und sehr, sehr gutes Holz. Und als kleinen Bonus sozusagen ein neues Low Whistle Modell von Walt Sweet. Und Walt Sweet ist der Sohn von Ralph Sweet, der Sweetheart Flutes macht. Und auch etliche Jahre quasi in der Werkstatt seines Vaters High-End Whistles gemacht hat und jetzt die ersten eigenen Produkte auf den Markt bringt, nämlich diese sogenannte Onyx Low D Whistle. Und die ist aus Polymer, also aus Delrin. Das ist ein sehr harter Kunststoff. Ja, und die Unterschiede zwischen diesen Whistles werden hoffentlich in diesem Video deutlich. Was man sagen muss zu allen Sweetheart Whistles und Sweetheart Flutes und Sweetheart Low Whistles, also insbesondere bei den größeren Modellen, ist es so, dass die mit einem sogenannten Easy Grip System angeboten werden. Wer mal so kleine Hände hat wie ich und versucht hat, auf einer Low Whistle glücklich zu werden, ist häufig schnell in die Grenzen gestoßen, weil man häufig dieses sogenannte Piper's Fingering benötigt, dass man quasi mit dem mittleren Fingergelenk spielt. Und bei diesen Sweetheart Low Whistles ist es so, dass dieses Loch und also auf beiden Ringfingern, das auf der rechten Hand genauso, etwas seitlich versetzt. Ich halte das mal näher dran, vielleicht sieht man es dann, so dass man auf jeden Fall immer den richtigen Ton trifft und das Loch auch abdecken kann. Die Low Whistles, diese Sweetheart Low Whistles, sind die lautesten Low Whistles, die mir bekannt sind oder die ich selber gespielt habe und ja, schlussendlich einfach nur geil. Und naja, das ist das Rosewood-Modell. Rosewood-Modell und jetzt quasi für diejenigen, die das Limit erreichen wollen, nach oben an Qualität, African Blackwood. Ja. Die Tonleiter im Vergleich zwischen den beiden Modellen. Und jetzt quasi nochmal etwas ganz anderes, nämlich dieses Walt Sweet Onyx Low D Model. Diese Whistle unterscheidet sich nun mal durch einige andere klängliche Charakteristika. Und zwar ist sie nochmal klarer im Ton, also weniger
hölzern, könnte man sagen, sondern hat eine direktere Ansprache und verbraucht unglaublich wenig Luft. Das heißt, man braucht, kann wirklich wahrscheinlich stundenlang darauf spielen. Was anfangs ein bisschen schwierig ist, durch diesen geringen Luftverbrauch kippt man leicht in der zweiten Oktave hoch in die dritte Oktave oder in Flageolet-Obertöne. Wenn man sich aber mal ein bisschen darauf eingespielt hat, ist das einfach nur Wahnsinn. Hat es bei mir so ein bisschen gekickst und das liegt einfach daran, dass sie so unglaublich leicht reagiert, was, wenn man sich daran gewöhnt hat, ein riesen Vorteil ist. Alle, also sowohl die Papa- als auch die Sohn-Whistles, haben von Susato hinten diese geborgt, hinten diese Daumenstützen, sodass man die auf die Position bringen kann, wo man sie haben möchte, zum Beispiel so, sodass das Gewicht der Whistle, und das ist immer ein ganz schöner Knüppel, auf dem Daumen dann lastet und man sozusagen auch körperlich entspannt dann ist. Was auch alle Sweetheart und Walt Sweet Low Whistles haben, ist dieser gebogene Windkanal. Der sorgt dafür, dass sozusagen im Labium sich wenig Feuchtigkeit ansammelt und das Instrument deswegen eigentlich nicht verschließen kann vom Ton, sondern immer einen brillanten und klaren Ton hat. Ja, ansonsten lässt sich bei diesen Low Whistles nur sagen, das ist totaler Wahnsinn. Und ich freue mich tatsächlich selber auch sehr, dass wir die jetzt alle hier haben, weil es macht einfach Spaß, darauf zu spielen. Und wie gesagt, anfangs erwähnt schon, wer vorbeikommen möchte, die Sachen ausprobieren und quasi seine Whistle finden. Das heißt, das Spielgefühl ist ja auch nochmal wichtig. Ja, ist natürlich jederzeit herzlich willkommen und hier mal vorbeizuschauen und die Sachen auszuprobieren. In dem Sinne.